Sie schauen TV, das sind die News. Er ist der jüngste Nationalrat von allen Zeiten, der Toggenburger Toni Brunner. 1995 mit nur 21 gewählt, hat er mehr als die Hälfte von seinem Leben im Bundeshaus verbracht. Und genauso überraschend, wie er dort mal im Nationalrat gekommen ist, nimmt er jetzt den Hut, und zwar schon auf Ende Jahr. Ich habe es gesehen, das seine lapidare Begründung gegenüber dem Tagblatt gestern Abend. Seitdem ist der Toni Brunner untertaucht. Er gibt keine Interviews, lässt er heute ausrichten. Dafür gibt es einen Haufen Reaktionen. Daniel Sager. Sein Lachen ist dem Toni Brunner sein Markenzeichen. Ab Ende Jahr wird es aber zumindest im Bundeshaus nicht mehr zu hören sein. Der 44-Jährige tritt von der Politik zurück. Stattdessen soll für ihn das Leben künftig wieder mehr so aussehen, wie auf den Bildern, die er vor zwei Jahren für einen Wahlkampfspot für seine Frau gedreht hat. Der Toni Brunner wird sich künftig mehr um Familie und seinen Bauernhof kümmern. Aber auch um seine Beiz Zibnat Kappel. Doch heute zeigt er sich auch da nicht gegenüber den Medien. Bei seinen Gästen ist man sich aber einig, so einer wie der Toni Brunner wird in der Politik fehlen. Solche Leute findet man nicht gerade Alltag, oder? Und ich finde, darum finde ich es schade, weil die fehlen. Solche Leute fehlen bei uns in der Politik. Ich habe ihn immer gerne mögen, obwohl ich ja nicht immer im Stil von der Linie war. Aber er ist ein Mensch vom bürgerlichen Sinn, ist er doch gewesen. Er hat es, glaube ich, 23 Jahre gemacht. Denke ich, ist es auch etwa Zeit, wo du etwas anderes machen willst. Ja, begreif's. Es ist schade, aber ich begreif's. Mit 21 zieht Toni Brunner 1995 von seinem Stall zu Wattwil auf Bern ins Bundeshaus ein und wird damit der jüngste Nationalrat von allen Zeiten. Jetzt ebnet sein Rücktritt an einen neuen Jungpolitiker den Weg auf Bern. Der 26-jährige Mike Egger wird seinen Platz übernehmen. Er freut sich riesig auf die Chance, auch wenn sie sehr überraschend gekommen ist. Ich war mit Kollegen unterwegs. Es ist nachher über die Medien an uns herangetragen worden. Und da ist natürlich Toni Brunner live. Die Überraschung ist ihm absolut gelungen. Lieber Toni, danke vielmals für das, was du geleistet hast. Er hinterlässt sicher grosse Fußstapfen. Aber ich glaube, ich bin der Mike Egger und ich probiere, und das mache ich auch im Kantonsrat, meine Visionen, meine Politik zu machen. Nicht nur der Mike Egger ist von Toni Brunner seinem Entscheid überrascht worden. Der Hans-Peter Trütsch, der eine Biografie über den Toggenburger mitgeschrieben hat, war noch gestern an der Vernissage von dem Buch dabei gewesen. Zusammen mit verschiedenen SVP-Grössen und dem Toni Brunner. Doch anzumerken, sei dort niemandem etwas gewesen. Überhaupt nicht. Toni Brunner war aufgestellt wie eh und je, hat seine Sprüche geklopft, hat Freude gehabt, dass das Buch geschrieben worden ist über ihn, hat dann schon mal zwei, drei Bemerkungen gemacht. Normalerweise schreibt man Bücher erst im höheren Alter oder kurz vor der Beerdigung. Ich weiss nicht, ob das allenfalls hätte ich darauf deuten können, dass er zurücktreten will, aber wie gesagt, ich habe wirklich nichts gespürt. Der Toni Brunner hat von 2008 bis 2016 die SVP Schweiz als Präsident geführt. Als geborener Kommunikator mit viel Charme hat er die Botschaften von der SVP gekonnt in die Öffentlichkeit gedreht und so in der eigenen Reihe viel Anerkennung gewonnen. Und auch die politische Konkurrenz sagt heute nur Gutes über ihn. Was ich bei ihm immer wieder geschätzt habe, ist, im Umgang ist er sehr kollegial gewesen, oder ist er immer noch sehr kollegial, und so, dass man mit ihm auch diskutieren kann. Der Toni Brunner begründet seinen Entscheid, noch vor der Nationalratswahl im nächsten Jahr zurückzutreten, damit, dass so die SVP St. Gallen bessere Chancen hat, ihre Sitz zu verteidigen. Für den Politexperten Hans-Peter Trütsch hinterlässt Toni Brunner aber so oder so ein riesen Loch bei der SVP. Er als Lokomotiv, als Wahllokomotiv für seine Partei wird fehlen, und die SVP vom Kanton St. Gallen wird es schwer haben, das einfach so von heute auf morgen zu setzen. So strategische Fragen werden den Toni Brunner aber schon ab dem Januar wohl nicht mehr gross interessieren. Dann wird er sich wohl wieder ganz anderen Problemen widmen. Ja, 23 Jahre im Nationalrat, das hinterlässt natürlich Spuren und weckt Erwartungen, auch bei den Leuten auf der Strasse in St. Gallen. Wie wir wissen, wird ja
wie mit dem Alter besser und bei den Politikern kann man das vielleicht nicht so sagen. Es ist sicher auf eine Art schade, aber ich kann es verstehen und es sind wieder mal andere dran, ist auch recht. Aber er hat viel gemacht und viel geleistet. Es ist gut, dass auch mal jemand Neues seinen Platz nimmt, der vielleicht ein bisschen linksextremer ist oder so. Ja, einfach nicht so brutal irgendwie. Ich finde es gut, wenn jemand zutritt, wenn man es nicht erwartet, sondern wenn es alle sagen und eine Ära geht wegen dem nicht gerade zu Ende. Ich denke, die Schweiz lebt weiter. Es war ein starker Politiker, der nicht auf meiner Linie politisiert hat, aber das gehört dazu. Eine Art bedauerlich. Er hat sich recht eingesetzt und ich wünsche ihm für die Zukunft einfach alles, alles Gute.